Nee, ne? Nee. Nicht schön. Und dann brauchen wir auch noch. Also ich würde da so ein. Also ich würde nicht direkt weiß nehmen, ich würde so Champagnerfarben oder sowas nehmen, weißt du, so für die Cremefarben. Cremefarben für die Zäune. Da fragt man sich, ob man die so lassen kann. Aber hier Ticken heller hätte ich schon ganz gerne, ne? Gelb, auf gar keinen Fall. Warte mal. Was ist 1881177? Warte, ich gehe mal gucken. Zeige ich euch. Du kannst gleich wieder ranmachen. Ich will nur Ja, einmal mach ruhig. einkaufen. Ich kann ja gar nicht sonst. Warte mal. Ich muss das anders machen. 81 177 ist blau. Blau? Nee. Es hat Heiko, nee, Heiko hat gefragt, was das für eine Farbe ist. Ach so. Nee, das ist. Hellgrau bei B. Hellgrau beige. Ja, das könnte man fast nehmen. Das ist die, die ich oben habe. Aber das ist noch nicht so Champagner genug. Nee, warte mal, ich suche gerade die. Wie, ich finde das voll geil, wie jetzt da im Chat gespammt wird. Die Zahlen gespammt werden. Das finde ich voll geil. So. Gucken wir doch mal. F8 ECD3 ist beige. Oder mit Cream. Ja, Cream hört sich auch gut an. F8E. Muss ich wieder die Waffe aus der Hand nehmen, ne? F8. It's. Oh Gott. F8 E C D 3. Oh, das sieht gut aus. Ich speichere das mal. Wir können das ja wieder löschen, ne? Ja. Oder kann man das nicht löschen? Kann man nicht? Weiß ich Kann man nicht. bestimmt, oder? Ich speichere die mal. Mal sehen, was du dazu sagst. Guck mal rein. Der Chat ist echt urtoll, ja, das sehe ich auch so tatsächlich. Warte mal, ich. Aber ich bin vorsichtig. Ich trau dem Bärenfrieden hier nicht. So, wo ist denn? Bei mir, ich kann die nicht sehen. Bei mir ist leer. Ach so, bei dir ist das leer. Muss mir noch mal zeigen, vielleicht. Ja, ich, das kann ich nicht Du sehen kannst es löschen, indem du es überschreibst. Okay, warte, ich komme. hier. Weißt du, was auch schön ist? FDF 56, 5E6. Dann mach, mach, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Ich vertraue Ja, dir aber ich kann jetzt. das nicht. Ja, das ist immer Ich so. vertraue Kauf dir. Farbe, klatsch das irgendwo hin, notfalls erstmal einlagern, kann man später immer noch brauchen. Oder nicht? Ja. Ja. F, warte mal. Wir wissen doch gar nicht, was wir noch alles bauen. Wer weiß. Ja, vor allen Dingen so ein bisschen, also muss man ja zwei Farben nehmen. Ich finde, das ist langweilig. Wenn man den jetzt nur mit einer Farbe macht, ist er auch nicht so. Den Hühnerstall. Ja, zum Ja, Beispiel. den Jetzt hat Hühnerstall den ja machst du gar ja. nicht die Farben sind personalisiert. F5. Oh, die Farben sind personalisiert. Und. Warum zeigt er das bei mir nicht an, die Farbe, Du wenn die musst dann unter raus? den Streifen klicken, nicht auf Sättigung. Einmal ins, quasi so ins Leere klicken, so sozusagen. Das Hier Auto ist ja Novadomin. wieder zum Gott erbarm eingeparkt hier. Was ist hier los? Kannst du das Nein, mal eingeben, bitte? Das Das geht war bei mir. Mach mal eingeparkt. bitte FDF 5E6. Zeigt er bei mir nicht an. F, DF. Weiter? 5, Moment, Ja. 5E6. E6. Nee, zeige ich dir nicht an. Doch, da. Die Farbe. Das ist das? Ja, das ist doch beige, oder? Ja, da ist das aber beige, oder nicht? Beige. Ja, dann nimm, ja. Na, ich habe hier nicht, ich habe hier kein Härchen gekrümmt. Guck mal, jetzt habe ich die untereinander. Die oben ist beige.
Die drüber. Ja, eins von beiden vielleicht. Und dann eine Farbe so zum Absetzen vielleicht. Also setz noch eine. Du mal ab. Ich werde die die beigere nehme ich auf jeden Fall für die Zäune. Ach so, und für den Hühnerstall? Vielleicht findest du ja noch eine, die am beigesten ist. Beige. Willst du Telekom Magenta? Aber anvisiert ist fast genauso schlimm. Nein, ich hatte Langeweile. Die Frau ist mir... Die soll sich endlich hier eine Farbe raussuchen. Ich kaufe jetzt diese hier. Dann nehmen wir für den Hühnerstall noch hier das helle und CD853F. Du nimmst, was du möchtest und ich nehme jetzt hier dieses hier. Mach jetzt nicht so ein langes Federlesen, such dir da deine Farben raus und gut ist, Himmel, Herrgott. Wohl überlegt sein. Ich fahre mal nach Hause, wir sehen uns nachher, ne? Jetzt ist das doch bei mir leer. Ja, dann such dir doch was raus da. Du hast die Nummer nicht mehr. Ich habe die obere Farbe gekauft, die ich haben wollte, tatsächlich. Wenn man mal den Begriff Dinge unnötig verkomplizieren erklärt. Ja, vor allen Dingen sind die Kühe schon wieder reif. Die Kühe sind reif. Es gibt zu melken. Ach man. Den Platz hat Euder, die schreien schon. Willst du sie leiden sehen, ja? Nur weil du ein bisschen mit Farbe rumspielen möchtest. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eine Holzplanke kostet im Übrigen $32. Aha. Natürlich, wir haben es ja. Ja, wenn du so wie Michi hier 54.000 hast, dann hast du es. Ja, aber wir machen ja nicht so eine große Schweinezucht. Wenn ihr mit dem Merken zu lange wartet, gibt es saure Sahne. Ich befürchte sowas. Ja. Ah, was hat die denn für einen Preis? Ich meine, da müssen wir natürlich mal drüber nachdenken. Ja. Du kannst es nicht hören, aber die Zuschauer jetzt, die hören deine Kuh rufen. Ja, ich habe die Nummer verloren hier. Warte, ich habe sie sofort. Oder kannst du sie mir, nee, kannst du mir auch nicht sagen, ne? Ach, ich nehme jetzt das hier. So, komm. Ich nehme jetzt das. So, zwei Dosen habe ich schon. Die sind da unten drin jetzt. Nein, sind sie nicht. Wie? Doch. Nein, sind sie nicht. Hast du schon rausgenommen, ne? Nein, würde ich nie tun. Hast du wohl. B, C, D. So. Ich habe sie nicht rausgenommen. Das, nee, ehrlich jetzt nicht? Doch. Kauf nicht noch mehr! Ja doch, so. Jetzt genug. Du hast gesagt, ich soll kaufen. Habe ich gemacht. Ich bin von der gleichen Farbe. Ja doch, ist schön. Schwarz haben wir nämlich auch noch und von deinem Rot kann ich ja vielleicht auch einen Strich haben sogar. Meinst du? Ja. Du hast auch noch Pink in deinem Töppen, das weißt du, ne? Ja. Ja. Wie könnte ich das vergessen? Ja, wir hatten gehofft, aber nun. Gib Gas, hau die Hacke hinterher. Ich muss fahren. Ach, du, ja, du bist als erst eingestiegen, du wolltest Nein, doch. Warte, komm, diesmal schnell, weil die Kühe und so, ne? Die Kühe haben, Euterprobleme. Euterprobleme. Holzeimer? Holzeimer? Was? Grit hat geschrieben, wofür ist der Holzeimer? Haben wir einen? Wir haben einen, ja. Das war der Anfangseimer, den wir auf der Ranch gefunden haben. Das Blöde war, Piti ist hier immer noch. Ja, fahr um. Abendessen. Nicht getroffen. Da sag mal einer, ich kann nicht fahren, ey. Und knall gegen Baum. Das wär's jetzt. Ranz.
Ja, ich pack dann später irgendwo. Ja, ich hab dich extra dahin gefahren, damit du da und so, ne? Kinder, ich komme! Ja, oh, haltet Gott. Durch! Ja, bevor die wieder pennen, sonst musst du die wachrütteln. Nimm für Manu ein Quad mit, das eignet sich für an. Ja, das natürlich! Ja. Mhm. Wenn sich vielleicht nichts für an für Manu da dingst, aber das, aber wisst ihr, was ich mal mache? Hier. Ach nee, die gehen ja nicht so, ne? Oh, das ist aber kacker mit Ei, ne? Was denn? Dass man die echt nicht drehen kann, das ist nervig, oder? Ja, das finde ich auch. Ich verstehe es auch nicht. Also das macht absolut keinen Sinn, dass man das nicht kann. Und hier hinten kann man die nicht ranbauen. Eine reicht aber, ne? Oder zwei? Auch eine reicht wahrscheinlich, oder? Wollen wir mal nicht so knickrig sein mit meinen Hühnchen, ne? Die geben schließlich sehr viele schöne Eier und so, ne? Wollte ja, ich nur ja, mal gesagt ja, haben. Ja. Ach so, ich muss das Gamma mal wieder einstellen, sonst sehe ich nämlich nichts mehr und ihr auch nicht. Auf 3 hatten wir das Gamma, ne? Auf 3. So, anwenden. Und fertig ist der Lack. So. Im Hühnerstall die Lampen links und rechts auf dem Boden an die Seitenwand. Hühnerstall? So. Guru, wie kann man die denn drehen? Moin. Ach, kann man? Wenn du mir sagst, wie ich die drehen kann. Das wär, also wenn man das könnte, wäre das echt klar. Das wäre schon nice, ne? Nice to know. So, komm her, Kuh. Bleib stehen. Stehen bleiben. Auf dem Boden an die Seitenwand. Hä? Die passen genau auf die Leisten. Leisten? Welche Leisten? Warte mal, ich mach mal den hier weg. Das weg und das weg. Ah! Oh ja, das sieht cool aus. Kannst du die umplatzieren, die Lampen, oder? Ja, aber das, dass dieses Hühnchen jetzt hier drin steht. Ah, das sieht nicht schlecht aus, ne? Ja, aber meinst du nicht, dass das ein bisschen hell ist? Muss schon mal gucken. Also auf jeden Fall finde ich die da vom Platz her, ist echt gut. Naja, gerade gehen sie nicht drauf, ne? Das sehe ich jetzt schon, ne? Prickelarbeit. Oh, 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 oh. Ist hier, wo ist denn hier Lichtschalter? Da. So. Boah. So. Dann. Nee. Lieber Gott im Himmel, schenk mir Geduld. Das ist ja jetzt schwierig. Also genau drauf ist was anderes, aber schief, ne? Ja, die eine. Also die eine, die rechte geht, finde ich. Die linke ist ein bisschen schief, ne? Weißt du was, Manu? Nein, ich empfinde das als eine sehr gute Idee. Nein, 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 nein. Weißt du, was ich noch für eine gute Idee finde? Ich finde das doof. Ich mache das jetzt so. Aber wenn ich würde die gerne seitwärts machen. Wie kann ich die drehen? Ach, ja. Siehst du, geht nicht. Ja, mit dem Drehen meinst du, ne? Ja, das geht nicht, tatsächlich. Ja, das verstehe ich. Also das ist mir absolut echt, das ist nicht verständlich, warum das nicht geht.
Schluss jetzt. Schluss mit lustig. Jetzt kriege ich hier noch einen an der Marmel. Deswegen habe ich bei meiner neuen Farm als erstes ein Fundament platziert und eine Lampe. Damit habe ich alles andere ausgerichtet und somit alle Lampen exakt genau. Das ist was für mein Monkauge. Ja, das ist ja auch bei, auf dem Bau so üblich, dass man die Lampen als erstes platziert. Genau, und alles ja, rum. Aber wir sind ja, jetzt hier, wir sind ja jetzt hier nicht auf dem Bau, ne? Muss ja. man ja mal so sagen. Kennst du den Mann, der einen Knopf fand und sich den passenden Anzug dazu schneidern ließ? Also ja. Das Gebäude steht ungerade, ja, habe ich mir schon gedacht. Das habe ich aber schon beim Bauen gemerkt gehabt. Ist jetzt auch wurscht. Aber nicht den Deckel runterklappen. Wieso nicht? Bleibt die Lampe oben hängen? Mhm. Echt? Ja. Woher weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich habe das irgendwo gesehen. Ich glaube, Andreas. Oh, oder, cool. Oder irgendwo, aber das finde ich cool, ne? Das sieht ja, schon ja. nice aus, oder? Ah, voll geil. Habe ich schon, Roland. Das ist voll cool. So, wir haben hier ein Lern. Oh Gott, die Dinger, die. So. Sag mal, habe ich euch Küken nicht eigentlich ausquartiert? Sag mal. Da drinnen dudelt schon wieder was. Irgendwo ist da schon wieder was da am Dudeln. Ich, ja, das ist doch zum Abend ein bisschen Dingens. Schöne Musik. Ja, mhm. Ja. Aber das plärrt immer nur so ein Gedödel. Das Autoradio hatte bessere Musik. So, dann können wir die Ölbox wieder hier beim Käse platzieren. Die Lampe mit Dudel, genau. Ja, das ist Quantenphysik habe ich noch nie gekonnt. Werde ich nie können, ich bin kein. Was bin ich nicht? So, schlafen gehen, oder? Ja. Ach, bei dem Wetter gehe ich auch mal ins Haus, ne? Ja, das ist da. Mach mal einer die Tür zu hier. Oh, ach, der Quatsch. Kamin brennt. Ehemann, wollen wir uns vor den Kamin legen? Da kann man ja leider nicht. Gute Nacht, liebe gute Freunde. Nächte. Ui. Gute Nacht, laufen. Freunde. So, dann fahre ich gleich mal wieder drei Boxen ja, warte mal, du kannst, glaube ich, ich muss mal den Zaun. Einen Eierkorb mitnehmen, Ehemann. Meinst du? Nur Eier einzeln, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Hier, den kannst du mitnehmen. Okay. Oh, bleib doch drin, ihr blöden Hühner, es regnet doch. Ach ja, wo ist überhaupt die Farbe? Noch im Auto. Noch im Auto. Muss schon mal rausholen, ne? Nein, erst gehe ich die Kühe melken. Wann macht Best Burger auf? Um 9, oder? Ja, ich glaube ja, es war um 9. Ja, ich glaube auch. Das Gute mit dem Korbfüttern, man hat keine wütenden Hennen. Ja, das stimmt. Und muss nicht den Mordgelüsten einer Henne ausgesetzt sein. Haben wir hier auch noch was drin? Die Henne Berdo. Nee, Berda. Haben wir nicht. Okay. Och, den machen wir zu. So. Hier haben wir nur noch Kacke liegen. Alles gut. Also Eier müsstet ihr ja theoretisch noch genug haben. Ich habe nicht mehr sehr viele. Ja, Manu hat aber noch, also wollte ich gerade sagen, also ist jetzt hier nicht, ne, und so. Ich werde mal nach, wie hieß die Esmeralda, um 8 Uhr und um 21 Uhr zu, Ehemann. Ach, um 8 schon, okay. Mhm. So, hinauf. Der Rest kommt nach vorne zu den Hühnern, ne? Aber bitte sei gütig mit meinen Nerven. So. Wer denn? Du. Ich? Womit? So, und wir haben weitere 3.660. Ja, ich befürchte klasse. Sowas. Oh. Sehr schön. So. Kriegt ihr auch Ohrenschmerzen? Ja, trotz der ganzen Farbspielereien, die ihr da betrieben habt.
Ja, die Sau ist immer noch nicht. Ja, das dauert. Gute Nacht, Freunde. So. Es wird Zeit zugehen. Ich mach das jetzt immer was so. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Oh mein Gott. Oh weia. Es fängt an. Der Schlagerbade ist wieder unterwegs. Gib dem Mann bloß keine Klampfe, du. Oh, herrlich. Oh. So. Na gut, dann fangen wir mal an, ne? Ja. Brauchst du Hilfe? Nee, ne? Nein, nein, du sollst. Ich hab das schon vor deinen Hühnerstall da gefahren. Hm. Zack. Zack. Jetzt muss ich aber nochmal eben in die Garage. Also es sieht zumindest so ähnlich aus, ne? Sagen wir es mal so. Zeig mal. Ich glaube, Lavisinas Code war ganz gut. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen roter, aber... Ja, aber es ist, das ist aber jetzt nur auch... nur ein Hauch. Also. Ah, wurscht. Nicht beige, bist du sicher? Ja. Das ist wurscht. So, das ist ja noch nicht alles komplett hier, ne? So... Das ist nur frischer gestrichen, Manu. Ach so, ja, das macht Sinn. Kann man die Scheune auch nochmal streichen? Ja, das wollte ich ja auch wissen. Geht das? Nee, ne? Nein, geht nicht. Schade. Das geht nicht. Oh, das Wetter, das bockt ja auch wieder nicht. Ja. Ja, wir haben ja schon geschlafen. Das ist, weil du heute wieder nicht aufgegessen hast. Unmöglich. Unmöglich. Ehrlich, ehrlich. Mein gutes Sakko! Jacket! Jacket! A Jacket! A Jacket! Ich hatte ja, ich wollte ja eigentlich die Silos auch anmalen. Was wahrscheinlich aber auch nicht geht. Doch, doch, das geht, aber die Frau ist damit nicht einverstanden. Das ist mein Problem. Ja. Es kommt drauf an, in welcher Farbe, oder? Also, ich bin ja nicht gänzlich... Ja, Rost gibt es nicht. Also, nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Also, das ist aber... Man kann das aber nicht so absetzen, wie ich das gerne möchte. Wie ich das gerne möchte. Was soll das? Wie ich das gerne möchte. Ja. Aber das Silo lässt sich streichen, wenn der Zaun zu nah dran ist, wird das Silo und der Zaun gestrichen. Ja, ich hätte das gerne so verkauft, Andreas, aber ich spiele ja nicht alleine. Ich habe ja hier noch ein paar MitspielerInnen. Oh Gott, das war richtig gegendert. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, genau. Da.